So, Sie haben jetzt das Bernoulli-Prinzip und das Mu-Sigma-Prinzip kennengelernt als Instrumente zur Auswahl der individuell bevorzugten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Dabei muss man den individuellen Präferenzen der jeweiligen Entscheiderin gerecht werden. Beim Bernoulli-Prinzip geschieht das durch das Heranziehen der Nutzenfunktion und beim Mu-Sigma-Prinzip durch die Gewichtung von Erwartungswert und Standardabweichung der Zielgröße. Gerade diese individuellen Präferenzen festzumachen, kann aber schwierig sein. Daher könnte man sich ja fragen, ob auch ohne Zugriff, ohne Rückgriff auf individuelle Präferenzen eine Auswahl oder zumindest eine Vorauswahl zwischen unsicheren Ergebnissen getroffen werden kann. Um das zu schaffen, kann man das allgemeine Dominanzprinzip auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen übertragen, um zum Konzept der stochastischen Dominanz als Kriterium zur Bewertung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu gelangen. Hier behandeln wir stochastische Dominanz ersten Grades und zweiten Grades. Fangen wir mit der ersten an. Wenn wir zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen A und B haben, ist die Verteilung A genau dann stochastisch dominant ersten Grades. Das ist durch dieses Symbol hier ausgedrückt. Also dieses geschweifte Größerzeichen mit dem Index SD1 steht für stochastisch dominant ersten Grades. Also A ist stochastisch dominant ersten Grades gegenüber B, wenn der Wert der Verteilungsfunktion von A nie größer und für mindestens eine Ausprägung kleiner ist als der Wert der Verteilungsfunktion von B. Formal sieht das eben so aus, dass für alle x gilt, dass der Wert der Verteilungsfunktion nie größer ist und für mindestens ein x ist der Wert der Verteilungsfunktion von x strikt kleiner. Okay? Dann ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion a stochastisch dominant ersten Grades. Und wie Sie natürlich wissen, gibt die Verteilungsfunktion an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Ausprägung der Variable x nicht überschritten wird. Ein kleinerer Wert der Verteilungsfunktion bedeutet also, dass ein größerer Teil der Wahrscheinlichkeitsmasse auf Werte von größer als x entfällt. SD1 steht also für Ergebniswerte, die im stochastischen Sinne größer sind. Okay, also wenn eine Verteilung SD1 dominant ist, heißt das, im Durchschnitt erwarten wir einfach ein höheres Ergebnis. Das ist nichts anderes. Das Ganze können wir uns auch grafisch anschauen. Eine nach SD1 überlegene Verteilungsfunktion verläuft stets rechts bzw. unterhalb der unterlegenen Verteilungsfunktion. Hier haben wir also das Ergebnis x und dann eben die Verteilungsfunktionen von x in Bezug auf die beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Hier oben haben wir als Obergrenze 1, weil es ja um Wahrscheinlichkeiten geht. Wenn also b die überlegene Verteilung ist, verläuft sie immer rechts von A. Okay, das ist jetzt umgekehrt als im Buch, aber ich traue einfach mal meinen Notizen. Das ist mal so eine typische Wahrscheinlichkeitsverteilung und hier geht es so asymptotisch gegen 1. Und das ist die andere und die dominant ist, also die rechte ist die dominante. Okay, und weil wir eben im Beispiel gesagt haben, oder in der Definition gesagt haben, A ist dominant gegenüber B, wenn das und das gilt, dann schreiben wir auch hier, dass also die Dominante A ist und die andere ist B. Okay? Also das soll ganz grob den Normalverteilungen entsprechen, ist natürlich nicht ganz so schön wie im Buch. Wichtig ist, dass die zwei Verteilungen, zwischen denen SD1-Dominanz herrscht, sich niemals schneiden dürfen. Denn sonst wäre das Kriterium nicht mehr erfüllt. Jetzt ist es oft so, dass allein mit dem SD1-Kriterium keine Auswahl zwischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglich ist. In solchen Situationen kann es helfen, ein etwas weniger strenges Kriterium zu nutzen, nämlich die SD2, also stochastische Dominanz zweiten Grades.
keine Angst, ist nicht so wild, wie es aussieht. Eine Verteilung A ist SD2 besser. Oh, das muss natürlich hier eine 2 sein. Ist SD2 besser als B, wenn die eben genannte Relation nicht für die Verteilungsfunktion, sondern für das Integral über die Verteilungsfunktion gilt. Okay? Entschuldigung, eben haben wir die Verteilungsfunktion uns nur angeschaut und Wert verglichen. Und jetzt schauen wir uns eben die Integrale über die Verteilungsfunktion an. Eine Verteilung, genau, formal sieht das so hier aus. Und in Worten heißt das nichts anderes als so viel, als dass Verteilung A ist vorhersehbarer, also weniger riskant als B, wenn das, wenn dieser Sachverhalt hier gegeben ist. Wichtig zu wissen, wenn stochastische Dominanz ersten Grades erfüllt ist, dann ist SD2 automatisch erfüllt, aber nicht umgekehrt. Und deswegen ist es die schwächere Bedingung. Auf Basis von SD2 ist es also in viel mehr Fällen möglich, Verteilungen in eine Reihenfolge zu bringen, als auf Basis von SD1. Auch das können wir uns grafisch anschauen. Und zwar hier den Fall, dass für zwei Verteilungen zwar eine SD2-Relation vorliegt, aber nicht eine SD1-Dominanz. So, kurz auf meinen Spicker schauen. So, also die Verteilung A würde dann ungefähr so verlaufen. Das ist die Verteilung A und die B würde irgendwie so verlaufen. Okay, das ist B. Sie sehen, ich habe es so gezeichnet, dass dieser Bauch hier unten größer ist. Und das spricht, das ist eben genau die Definition, die Bedingung, die wir eben gesagt haben mit den Integralen. Die Verteilung B verläuft relativ flach mit wenig ausgeprägten Wendepunkten, während die Verteilung A ausgeprägtere Bäuche hat. Was wir sofort sehen, ist also, dass keine SD1-Dominanz vorliegen kann, weil die beiden Verteilungen sich ja schneiden, sodass die Bedingungen für SD1 gar nicht erfüllt sein können. Und woran erkennen wir jetzt SD2-Dominanz? Naja, es geht ja hierbei um die Integrale der Verteilungsfunktionen, also die Flächen bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn wir uns im Bereich links vom Schnittpunkt... ich weiß nicht, wie ich das Telefon ausmache. Wenn wir uns im Bereich links vom Schnittpunkt einen beliebigen Punkt x anschauen, sehen wir... also irgendeinen beliebigen Punkt, x', sehen wir, dass die Fläche unter der Kurve B auf jeden Fall strikt größer ist als die Fläche unter der Kurve A. Ne? Also das Stück hier ist viel kleiner als das Stück bis da oben. Das ist der zweite Teil der Bedingung. Wenn wir dann weiter nach rechts gehen, am Schnittpunkt vorbei, sehen wir, dass zwar, also zum Beispiel hierhin, x', sehen wir, dass zwar die Verteilung A jetzt über der Verteilung B liegt, hier, aber Sie erkennen vielleicht auch, dass diese Differenz kleiner ist als links vom Schnittpunkt. Also die Differenz, dieses Stück hier, ist viel kleiner als die Differenz hier. Okay? Das heißt in der Konsequenz, dass die Gesamtfläche bis zu einem beliebigen Punkt x rechts vom Schnittpunkt unter der Verteilung B immer größer ist als die Gesamtfläche unter der Verteilung A. Das ist der erste Teil der Bedingung von eben. Eine mögliche Interpretation der Grafik ist, dass der SD1-Vorteil, den die Verteilung gegenüber, gegenüber B links vom Schnittpunkt hat, in der Summe größer ist als der summierte SD1-Nachteil rechts vom Schnittpunkt. Okay? Was wir jetzt ausgemacht haben, sind... zwei weitere Kriterien, um bei riskanten Entscheidungen eine Auswahl zwischen Alternativen zu treffen. Und jetzt wollen wir aber noch zeigen, wie der Bezug zu den bislang behandelten Konzepten aussieht. In Bezug auf SD1 gilt, dass eine Ergebnisverteilung genau dann von allen Entscheidern immer mit immer positiven Grenznutzen vorgezogen wird, wenn sie SD1-dominant ist. Das muss so sein.
Ein Entscheider, der mehr Geld, immer weniger Geld vorzieht, wählt immer die SD1-dominante Verteilung, egal wie seine Risikoeinstellung konkret aussieht. Denn bei der SD1-dominanten Verteilung erwartet der Entscheider höhere Ergebniswerte. In Bezug auf SD2 lässt sich ableiten, dass eine Ergebnisverteilung genau dann von allen risikoaversen Entscheidern vorgezogen wird, wenn sie SD2-dominant ist. In anderen Worten, risikoaverse Entscheider ziehen im Zweifel die SD2-dominante Verteilung vor, wenn sie die Wahl haben. Um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, schauen wir uns ein Zahlenbeispiel an. Im Gegensatz zu den allgemeinen stetigen Ansätzen, die Sie bislang gesehen haben, schauen wir uns jetzt mal eine diskrete Verteilung an. Im Beispiel hier geht es um die erreichbaren Absatzmengen von verschiedenen Produkten in Abhängigkeit von der Entwicklung eines bestimmten innovativen Marktsegments. Okay? Das heißt, die Entwicklung eines innovativen Marktsegments sind quasi unsere Zustände. Die nennen wir jetzt nicht Z1, also können wir hier auch mal, damit Sie sich zurückerinnern, das dran schreiben. Und diese Zustände nennen wir schlecht, normal, gut, weil es um die Entwicklung eines Marktsegments geht. Und in Klammern hier haben wir die Eintrittswahrscheinlichkeiten, 20%, 60%, 20%. Und dann haben wir hier noch die Absatzmengen für drei verschiedene Produkte, wobei Produkt 1 und Produkt 2 Innovationen darstellen. Und Produkt 3 ist traditionell. Oh. Sorry. Ich habe da so einen blöden Knopf auf dem Stift. Das ist nichts anderes als so eine Entscheidungsmatrix, wie Sie sie kennen, bloß jetzt hier konkret mit konkreten Zuständen und konkreten Handlungsalternativen. Und es geht eben darum, welche Produktlinie sollen wir auswählen, in Abhängigkeit davon, wie sich das innovative Marktsegment entwickelt. Genau. Das Ganze können wir grafisch abtragen. Die Linien hier, die blaue, die rote und die grüne, stellen die Verteilungsfunktionen der einzelnen Produkte dar, also die kumulierten Wahrscheinlichkeiten dafür, dass bestimmte Absatzzahlen erreicht werden. Da, wo die Linien überlappen, sehen wir natürlich nur eine. Und weil Ihnen nicht klar ist, wie die Linien zustande kommen, einfach nochmal anhalten. Wenn Ihnen nicht klar ist, wie die Linien zustande kommen, einfach anhalten und nochmal auf die Tabelle von der letzten Folie schauen. Wenn wir mal Produkt 2 und 3 vergleichen, also die rote und die grüne Linie, sehen wir, dass die rote Verteilungsfunktion für Produkt 2 teils auf gleicher Höhe, teils unter, aber niemals über der grünen Verteilungsfunktion für Produkt 3 verläuft. Okay? Vergleichen Sie die rote Funktion mit der grünen Funktion und Sie sehen, die rote läuft niemals über der grünen. Das bedeutet, dass Produkt 2, Produkt 3 SD1 dominiert. Okay, wir können schreiben, 2 so, okay, das können wir auf jeden Fall sehen. Weil die Verteilungsfunktion verläuft immer nie über der grünen und ansonsten rechts von der grünen. Wenn Ihnen das jetzt nicht klar ist, einfach anhalten und nochmal die Definition für SD1-Dominanz anschauen. Wie Sie auch schon wissen, bedeutet das, dass jeder Entscheider mit einer Bernoulli-Nutzenfunktion, die positiven Grenznutzen hat, die Absatzverteilung von Produkt 2 gegenüber Produkt 3 vorzieht. Klar. Damit scheidet die Beibehaltung von Produkt 3 auf jeden Fall aus. Okay? Produkt 3 ist schon mal eliminiert, weil es SD1 dominiert ist. Damit der Vergleich der verbleibenden Produktvarianten 1 und 2 leichter wird, schauen wir uns die gleiche Grafik von eben ohne die grüne Linie an. Ist schon ein bisschen übersichtlicher. Und wie Sie deutlich sehen können, schneiden sich die beiden Verteilungsfunktionen. Das heißt, wir können auf keinen Fall eine SD1-Dominanz ausmachen. Sehen hier, in diesem Bereich ist die blaue oben, in diesem Bereich ist die rote Verteilungsfunktion oben. Wir können also nicht auf Basis der SD1 eine Auswahl zwischen den beiden Produktvarianten treffen.
Was wir wohl machen können, ist, die beiden Produktvarianten im Hinblick auf SD2 zu vergleichen. Dafür müssen wir für die Verteilungsfunktionen abschnittsweise die Integrale bilden. Also, was wir eigentlich machen wollen, ist jetzt hier quasi diese Fläche ausrechnen und vergleichen. Machen wir mal andersrum. Vergleichen mit dieser Fläche hier, okay? Konkret, die Berechnung sieht so aus. Wir bilden abschnittsweise die Integrale. Das sieht dann ungefähr, also formal aufgeschrieben, sieht das so aus. Im Zweifel halten Sie jetzt das Video an, rechnen nach. Am leichtesten ist es nachvollziehbar, wenn Sie sich die Verteilungsfunktion anschauen und überlegen, wie groß die kumulierten Flächen jeweils bis zu einem Punkt sein müssen. Das ist die Berechnung für die beiden Abschnitte. Und das Ganze können wir dann in einer separaten Grafik abtragen, also die Werte für die Integrale, die wir kriegen. Also, Und das sieht dann eben so aus. Wie man deutlich sehen kann, verläuft das Integral der Verteilungsfunktion von Produkt 2, also die rote Linie, mal gleich auf, mal unter, aber nie über der blauen Integrallinie. Okay? Die rote Fläche ist immer in der Summe unter der blauen Fläche. Das ist genau die Definition für SD2-Dominanz, womit die Produktvariante 2 SD2-dominant ist. Also gegenüber 1 und somit ein geringeres Risiko darstellt. Das heißt natürlich auch, dass jeder risikoaverse Entscheider stets die Produktvariante 2 vorziehen wird. Und das gilt unabhängig davon, wie stark risikoavers der Entscheider ist. Um über den Bezug zwischen stochastischer Dominanz und dem Mu-Sigma-Prinzip zu reden, bleiben wir beim Beispiel von eben. Das war jetzt ein kleiner Sprung, sorry. Wir haben jetzt eben verglichen, was ist der Bezug zwischen stochastischer Dominanz und Bernoulli-Prinzip. Jetzt geht es darum, was der Bezug ist von stochastischer Dominanz zum Mu-Sigma-Prinzip. Wenn Sie die Werte für die erwarteten Absatzmengen in die Formel für den Erwartungswert und die Varianz einsetzen, erhalten Sie folgende Werte. Also Erwartungswert ist einfach Mittelwert und Varianz, das können Sie nachschlagen, ist die Summe der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert jeweils. Und Sie sehen, dass die Produktvariante 2, die ja, wie wir jetzt wissen, von allen Risikoentscheidern bevorzugt, von risikoaversen Entscheidern bevorzugt wird, auch nach dem Mu-Sigma-Kriterium bevorzugt wird. Woran sehen wir das? Sorry. Keine andere Produktvariante hat einen höheren Erwartungswert als hier diese 280, also einen höheren erwarteten Absatz. Und keine andere Produktvariante hat eine geringere Varianz, ist also durch weniger Absatzschwankungen gekennzeichnet als Produkt 2. Und das ist spezifisch auf unser Beispiel bezogen, aber es lassen sich auch allgemeine Zusammenhänge formulieren. Erstens, bei einer SD1 bevorzugten Verteilung ist stets der Erwartungswert höher. Zweitens, der Erwartungswert einer SD2-dominanten Verteilung ist nie kleiner als der Erwartungswert einer SD2-unterlegenen Verteilung. Und drittens, ist von zwei Verteilungen mit dem gleichen Erwartungswert eine Verteilung SD2-dominant, dann hat diese Verteilung auch eine kleinere Varianz als die andere Verteilung. Und dass diese drei Zusammenhänge gültig sind, können Sie ohne weiteres an dem Beispiel hier nachvollziehen. Das können Sie selber in Ruhe machen. Bleibt schließlich noch festzuhalten, dass die beiden ersten Zusammenhänge nicht im Umkehrschluss gültig sind. Ganz wichtig. Aus einem höheren Erwartungswert kann man nicht zwingend auf SD1-Dominanz schließen. Und außerdem, wenn von zwei Verteilungen bei gleichem Erwartungswert eine geringere Varianz hat, ist sie nicht zwingend SD2-dominant.